Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzen-Update. Ich werde gleich mal hier näher zeigen, was sich getan hat und wir werden, glaube ich, mit dem Basilikum erstmal anfangen. So, wir beginnen erstmal mit dem Basilikum. Das ist das rote Basilikum, es ist schon echt gewachsen. Und es kommt auch noch mehr raus, wie ihr sehen könnt. Das letzte Mal waren, glaube ich, weniger zu sehen. Hier ist das Zitronenbasilikum. Und hier ist noch ein rotes Basilikum. Hier drüben beim Basilikum hat sich einiges getan. Hier auch natürlich wieder überhaupt nichts bei dem Gekom, außer diese eine Pflanze. Aber hier ist wirklich was los. Das ist der Genovese Basilikum. Dann haben wir daneben den Zimtbasilikum. Der sieht auch echt gut aus. Und das neapolitanische Basilikum, das ist noch ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl, aber sieht auch toll aus. Ich habe übrigens eine neue Kamera und möchte mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt zoome. Ja, nicht schlecht, ne? Dann kommen wir zum Rest. Ich habe ja hier nochmal neu nachgesät gehabt. Wir machen das mal auf. Ich hatte das gestern auch schon auf zum Lüften. Und da hat sich nämlich schon was getan. Tada! Also das ist die gestreifte Tomate. Das war ja diese coole, die ich gefunden habe im Supermarkt. Ist das eine Black Zebra oder so wahrscheinlich? Und das hier ist, upsa, die Tomate German Gold. Der Rest ist leider noch nicht gekommen. Schade, aber immerhin, wir warten noch ab. So, dann kommen wir zu den Chilis. Das ist eine Black Purple, die ist auch schon echt gewachsen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, die kriegt jetzt schon das vierte Blattpärchen. Das ist das hier, auch eine Pretty in Purple. Genauso wie hier und die ist ja wirklich schon super weit. Das ist eine Cherry Bomb. Und da steht Tomatillo, aber ich weiß es nicht genau, ob es eine ist. Aber ich glaube schon, ja, sieht so aus. Dann hier beim Eierkarton, da hat sich leider überhaupt nichts getan. Ja, ich werde das mal beobachten. Hoffe, dass das aber noch bald nachkommt. Da ist nochmal eine Cherry Bomb. Das ist eine Tomate Yellow Window Box, eine dieser gelben Balkontomaten. Hier sind nochmal rote Balkontomaten. Die sahen ja schon toll aus, als ich gefahren bin. Und jetzt sehen die so aus, also richtig super. Dann meine großen Tomaten, also ja, die brauchen eindeutig größere Töpfe. Ich weiß noch nicht, wo ich die jetzt rein tue. Moment, ich zeige euch das mal. Die sehen schon richtig gut aus. Ich bin nur überlegen, ob ich die jetzt schon einfach ins Endgültige setze, weil, ja, die bleiben ja eh bei mir auf dem Balkon. Ich habe hier übrigens so ein kleines Milchkännchen rumstehen, gerade für meine Kleinen hier. Das benutze ich ganz gerne. Das ist eine Physalis. Die sieht schon so toll aus. Also die ist wirklich kräftig und groß und ja, da bin ich ganz stolz. Das ist meine Paprika Liebesapfel. Die sieht auch richtig toll aus. Also die sind halt irgendwie schon mittlerweile richtig kräftig geworden. So, was kann man euch denn noch zeigen? Haben wir noch eine gelbe Chili. Hier war eine gestreifte Aubergine drin. Ich bin zurückgekommen und es war nichts mehr vorhanden. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Das kann man eigentlich jetzt mal entsorgen. Eine Tomatillo. Die sehen schon langsam aus wie die Physalis. Moment, Physalis war hier. Das hatte ich euch eben schon gezeigt. Und das ist einfach ein kleineres Exemplar. Die sehen ja auch recht ähnlich aus. Nur, dass die Früchte eben dann größer werden. Dann haben wir hier eine Aubergine. Ich hoffe, dass ich davon noch mehr bekomme. Ich habe die ja nochmal nachgesät, weil ich liebe Auberginen. Dann eine lange Chili. Lange rote Chili. Also die Balkontomaten sehen toll aus. Die muss ich unbedingt auch pikieren, weil da sind jetzt drei Teile in so einem kleinen Ding. Ja, die Wurzeln sind auch schon sichtbar. Ich werde die auf jeden Fall heute noch pikieren, weil es ist wirklich an der Zeit. Ich war jetzt nur weg und die sind so viel gewachsen in der Zeit. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, die großen Tomaten sehen auch super aus. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon.
Wollen wir mal hoffen, dass hier noch alles nachkommt. Ich habe da noch ja ein paar Paprika und sowas gepflanzt. I hope. Genau. Ja, kurzes Pflanzenupdate mit der neuen Kamera. Ich muss gleich mal gucken, wie sich das so macht. Hier hoffe ich, wie gesagt, dass noch was kommt. Es müsste jetzt alles schön feucht sein. Ich werde es gleich auch wieder zudecken. Und vielen Dank fürs Zugucken. Ach nein, ich habe noch was für euch. Vielleicht ein kurzer Eindruck von meinem Olivenbäumchen. Das habe ich ja bei IKEA gekauft gehabt. Moment. Und dann zu meinen Avocado-Kernen. Der eine, Moment, ich zeige ihn euch. Der ist unten jetzt schon langsam aufgesprungen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der wird auch noch mehr aufspringen und da wird eben dann die Wurzel rauskommen. Yay! Ja, das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!